Was passiert, wenn ein Flugzeug vom Blitz getroffen wird? Es war ein kalter, verregneter Oktobertag im Jahr 2016. Riesige Hagelkörner donnerten auf den Boden. Kurz, es war kein guter Tag zum Fliegen. Und das wurde dem Wow Air Flug Nummer 404 von Reykjavik nach Paris bald auch klar. Das kultige fuchsienfarbige Flugzeug wurde nur kurz nach dem Start von einem mächtigen Blitz getroffen. Ist es abgestürzt? Das würdest du vielleicht denken. Immerhin feuert ein Blitz mit 1 Milliarde Volt zu Boden. Das reicht aus, um eine 60 Watt Glühbirne ein halbes Jahr lang brennen zu lassen. Aber das ist noch nicht alles. Der Blitz ist 5-mal heißer als die Oberfläche der Sonne. Wenn er einschlägt, erhitzt sich die Luft um ihn herum mit Überschallgeschwindigkeit. Das Ergebnis? Ein ohrenbetäubender Donnerschlag, der sich eher wie eine Explosion anhört. Und das Licht des Blitzes ist so hell, dass es sich beinahe erblinden lässt, wenn du gefährlich nah an ihm dran bist. Hey, wo wir gerade dabei sind. Was war das verrückteste Wetter, das du jemals erlebt hast? Verrat es mir in den Kommentaren. Blitze sind eine der stärksten Naturgewalten. Stell dir nur mal vor, all das passiert dem Flugzeug, in dem du gerade unterwegs bist. Ich fürchte mich fast herauszufinden, wie der Schaden ausfallen würde. Eine wie Brikett schwarz gekohlte Außenhaut? Ein zerfetzter Rumpf? Feuer an Bord? Nein, nö und negativ. Überraschenderweise macht ein Blitz kaum Schaden an einem Flugzeug. Und überhaupt werden Flugzeuge heutzutage äußerst selten von Blitzen getroffen. Die Sicherheitsvorschriften gestatten Piloten nicht, durch eine Sturmfront zu fliegen. Sie müssen die Gewitterwolke umfliegen, dürfen aber nie über oder unter sie. Drüber geht nicht, weil die Wolkenberge viel zu hoch sein könnten. Drunter würde das Flugzeug ganz gewiss vom Blitz getroffen werden. Ich meine, es ist ein umherfliegender Haufen Metall. Was würdest du erwarten? Mithilfe von Wetterradars an Bord können Unwetter jedoch vermieden werden. Okay, wenn ein Blitzschlag ein Flugzeug nicht abstürzen lässt und auch keine Schäden anrichtet, warum vermeidet man dann Gewitter? Tja, es geht nicht nur um die Blitze, sondern um extreme Turbulenzen, die in einem Gewittersturm auftreten können. Turbulenzen können zu ernsten Problemen wie Kontrollverlust führen. Das Rütteln könnte die schweren Koffer aus den Gepäckfächern hieven und Passagiere verletzen. Daher dürfen Flugzeuge nie näher als 30 Kilometer an das Zentrum eines Sturmes heranfliegen. Es wird auf dem Radar rot markiert. Manchmal müssen Piloten Dutzende Kilometer von ihrem Kurs abweichen, um Turbulenzen zu vermeiden. Mit den aktuellen Sicherheitsvorschriften wird ein Flugzeug, das regelmäßig im Einsatz ist, durchschnittlich 1 bis 2 Mal im Jahr vom Blitz getroffen. Allerdings führt das selten zu einer ernsten Lage. Piloten erleben alle 3000 Stunden Blitzeinschläge in der Luft. Das ist einmal während mehrerer Jahre Arbeit in der Luftfahrt. Passagiere verbringen sehr viel weniger Zeit in der Luft. Also ist es höchst unwahrscheinlich, Zeuge eines Ereignisses wie dem auf dem Flug von Island nach Frankreich zu werden. Seit dem Jahr 2000 wurden von 3000 Zwischenfällen bei Flugzeugen nur 8 durch Blitze verursacht. Okay, verstanden. Flugzeuge werden nicht täglich von Blitzen getroffen. Aber wenn es nun doch passiert, wie ist die Maschine dann geschützt? Der Pilot im Ruhestand, Chris Hammond, erklärt, dass ein Flugzeug, bevor es in den Dienst genommen wird, auf alle möglichen Zwischenfälle getestet wird. Dazu gehört auch eine Blitzschlagsimulation. Als man begann, Verbundstoffe für die Außenhaut eines Flugzeugs zu verwenden, flog man absichtlich in Gewitterwolken hinein, um zu testen, ob die Materialien wirklich sicher waren. Wie Hammond bestätigt, zeigen die Bilder und Videos von dem Island-Blitzeinschlag genau, wie es laufen sollte. Der Blitz trifft das Flugzeug normalerweise an der Nase und verlässt es am Heck und zum Teil über die Tragflächen. Das passiert, da der Strom den Weg des geringsten Widerstands wählt. Genauso wie bei mir und der Keksdose. Der Strom bewegt sich über die Außenhaut aus Metall, kommt aber nicht herein und beschädigt keine wichtigen Teile. Heutzutage, da Flugzeuge nicht mehr aus reinem Aluminium, sondern Verbundstoffen bestehen, bekommen sie als spezielle Schicht ein leitfähiges Netz aus Kupferfolie. Das Netz sieht wie ein elektrisch leitendes Tuch aus, das das Flugzeug umhüllt. Kurzum, das Flugzeug wird ein gigantischer faradayischer Käfig. Das ist eine spezielle Konstruktion, die der englische Physiker Michael Faraday im Jahr 1836 erfand, um Geräte vor elektromagnetischer Strahlung zu schützen. Der Käfig wird bis heute zu diesem Zweck verwendet und funktioniert ganz einfach. Wenn von außen ein elektromagnetisches Feld auf den Käfig wirkt, bewegen sich in seinem Metall freie Elektronen. Diese Ladung ordnet sich um die Außenhülle des Käfigs neu an und schirmt jede Art von Strahlung ab, die versucht hereinzukommen. Aber der Schutz des Flugzeugs vor Blitzeinschlägen endet nicht an der äußeren Hülle. Auch die inneren Systeme und Kabel sind mit einem Kupfernetz umhüllt. Die Treibstofftanks werden mit einem neutralen Gas aufgefüllt, dass sie kein Feuer fangen können. Und schließlich gibt es an den Tragflächen spezielle statische Entlader, die das Risiko, einem Blitz in die Quere zu kommen, senken. Von ihnen wird negative Ladung an die Luft abgeleitet.
Dadurch hat das Flugzeug stets eine neutrale Ladung und zieht Blitze erst gar nicht an. Und wenn ein Blitz einschlägt, verlässt er das Flugzeug vermutlich durch diese Blitzableiter. Es kann zu kleineren Schäden an der Außenhaut, dem Funk oder elektronischen Geräten kommen. Aber das ist nicht wirklich ein Problem, da alle essentiellen Geräte an Bord immer zweimal vorhanden sind. Aber wie gesagt, auch die modernsten Flugzeuge dürfen erst gar nicht in eine Gewitterfront hineinfliegen. Denn 96% aller dieser extrem seltenen Vorfälle eignen sich, wenn sich das Flugzeug in einer Gewitterwolke befindet. Kommt es zu einem Blitzeinschlag, prüfen die Piloten alle Systeme. Falls irgendetwas nicht stimmt, landen sie auf dem nächstgelegenen Flugplatz auf ihrer Route. Der Wow Air-Flug konnte jedoch seinen Flug einfach fortsetzen und landete 3,5 Stunden später sicher in Paris. Da haben die Passagiere sicher alle Wow gesagt. Falls dich das noch nicht überzeugt, 2015 wurde ein anderer Flug von Reykjavik vom Blitz getroffen und flog ungestört weiter zu seinem Zielflughafen in Denver, Colorado. Ich denke, das Fazit hier sollte lauten: Um zu vermeiden, im Flug von einem Blitz getroffen zu werden, sollte man nicht von Reykjavik aus fliegen. Ist doch so, oder? Natürlich wird ein vom Blitz getroffenes Flugzeug, auch wenn es sicher an sein Ziel gekommen ist, am Boden gründlich auf Mikroschäden an der Außenhaut überprüft. Die Stellen, an denen der Blitz ein- und wieder ausgetreten ist, sehen normalerweise wie geschmolzene kleine Löcher von nicht mehr als einem Zentimeter Durchmesser aus. Sie können schnell repariert werden. Klingt simpel. Fluggesellschaften verlieren allerdings Millionen Euro aufgrund von Verspätungen durch diese Sicherheitskontrollen. Immerhin weißt du jetzt, dass du manchmal aus einem sehr guten Grund länger warten musst. Aber merken die Passagiere eigentlich etwas von dieser spontanen Lichtshow? Du wirst sicher den Knall und den Lichtblitz sehen. Das Flugzeug könnte von der enormen Kraft, die es durchfährt, ein wenig wackeln. Aber das ist eine Standardsituation und nicht gefährlich. Blitze sehen vom Boden aus viel gefährlicher aus als von Bord eines Flugzeugs. Hammond als erfahrener Pilot erinnert sich, dass zu Beginn seiner Karriere seine Maschine auf einem Flug nach San Francisco von Blitz getroffen wurde. Im Cockpit gingen alle Lichter aus und alle Monitore wurden schwarz. Klingt beängstigend, oder? Zum Glück sind aber alle Flugzeuge auch mit analogen Geräten ausgestattet. Während die elektronischen Geräte langsam wieder zu sich kamen, landete Hammond die Maschine manuell. Gewusst wie und einen kühlen Kopf bewahrt, würde ich sagen. Jetzt weißt du, dass ein Blitzschlag für die moderne Luftfahrt überhaupt kein Problem ist. Viele Designlösungen schützen das Flugzeug vor ernsten Schäden. Und das Risiko, in ein Unglück wegen eines Blitzeinschlags verwickelt zu werden, geht gegen Null. Das größte Risiko, das von einem Blitzeinschlag ausgeht, abgesehen von den Turbulenzen im Sturm, sind die Passagiere, die es mitkriegen und in Panik verfallen. Aber jetzt weißt du ja, dass es dafür keinen Grund gibt. Du kannst also ruhig bleiben und den Flug genießen. Oder mach es wie ich und versteck dich im Bad. Nein, Scherz beiseite. Konnte ich dir heute deine Angst vor Gewittern während eines Fluges nehmen, dann gib dem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Und schau mal, hier gibt es noch mehr spannende Videos. Such dir schnell noch eins aus und komm zu uns auf die Sonnenseite des Lebens.